Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zu Let's Play Tales of Berseria. Lass es mal einkaufen, ist mir gerade eingefallen. Oh, da sind Kräuter. Ich muss noch Tränke des Lebens und so kaufen, weil der letzte Kampf, ja, wir haben mich fertig gemacht. So, Bams, lass mal schauen. Warte mal. Nee, okay. Gut, weiter. Wir können uns hier nicht raus teleportieren. In der letzten Folge haben wir der Villa von Logris ein paar Sachen erledigt. Passival und so gerettet. Und ja, jetzt wissen wir, diese vier Imperia heißen die, glaube ich, finden. タイマシたちはこのことを知った上でアルトリウスに賛同してたのか。そんなはずは。私の知るタイマシたちは人々が笑って暮らせる世界を夢見てたかっていました。ああ、大体はそう、フォナトーヨスが言う。タイマシたちがこの状況を受け入れていること、どう説明する。私が、そう信じていただけだったのでしょうか。カノノ氏の鎮静化は、タイマシにも及んでるんじゃないかな。タイマシたちも、カノノ氏に意思を制御され、道具になっているということか。ありそうな話だ。タイマシは融通の効かない奴らばかりだからな。 あのまま清涼にいたら、私もこんな世界を受け入れていたのかも。ありがとう、ライフセット。きっとあなたの力が私の心を守ってくれているんですね。そうなのかな。え、そうですよ。自信を持ってください。私に捕まって良かったこともあったのね。そうですね。あなたにも感謝します。ありがとう。 本気だ？ええ。心に感じたことを伝えられるのは素晴らしいことですから。あんたには呆れるけど、同意するわ。Wir sind jetzt auch ganz dicke ausgezeichnet. Ich will tun, was ich kann. Es geht. 紛れる精霊を覚醒させるような術はないの？覚醒させる術じゃ。あの浄化の炎を僕がちゃんと使えたら、あの力はこの世界の道理をも覆いしかねんものじゃ。その反動は。それでも、ボウは覚醒したいのかい？力が欲しいんだ。 Witzig, Luffy ist am Ende des Spiels opfern. Er war doch hier so riesiges Foreshadowing, oder? だから、自分にできる限りのことをしたいって、自分の意思で、そう思うんだよ。だから、そんな術などわしは知らぬ。たとえ知っておっても、今の棒には無意味じゃ。棒にはもう、心の力が生まれておる。 じゃが、魔法では心を強くすることはできぬ。棒に必要なのは決意と覚悟、あとは勇気じゃ。ありがとう。あげる。言葉など要らぬから、100ガルド送れ。え、お金取るの？魔女に柄にもないことを言わせて恥ずかしめたんじゃぞ。慰謝料としては安いくらいじゃ。紛るって。 Schmetterlingchen, hey. Sag mal, wie viele haben wir denn? Ne, warte, falsch. 4000 Skits habe ich jetzt gedacht. So, 350 angesehene Plaudereien. Dann heißt, das ist schon eigentlich eine gute Anzahl. Habe ich so ein Gefühl, so viele mehr sind die eigentlich nicht mehr. Okay. Oh, hallo. Warum kann ich jetzt nicht nach Hellerwies? Und warte mal. Halt einen Moment. Wo ist Dingens nochmal? Hier sind sehr viele Sachen auf einmal am Leuchten. Ha! Wir sind hier! Endlich! Wo ist die Bosheit? Wo ist die Bosheit? Hallo?
Sind die Dämonen? Hallo? Endlich, wir können endlich mal wieder durch die Gegend laufen, ey. Was ist hier? Hallo? Ach, hallo, Norman. Puppe. あと1つですね。ああ。いつものカメ人が来る頃じゃが、到達5月未到達かの。ひょっとしてカメ人が強盗にあって荷物を取られて、ここに未だ到達できてないって言いたいの？さすがは我が弟子ベルベッタパッパ。もう少しカメ人を待ってみるか？ 妹からの返事もそろそろ届く頃だろう。返事を期待して手紙を出しているわけじゃない。妹の元へ帰らないことへの言い訳みたいなものだ。帰れないのは死神の呪いのせいでしょ。どうして手紙は贈り物が言い訳なの？妹のそばを離れてからすぐの頃は妹の手紙には危険でも構わない、一緒にいたいと書いてあった。以前の俺なら 呪いを解く方法がないと分かった時点で妹を守る覚悟を決めて戻ったかもしれない。だが俺は変わった。アイフリードたちと出会って、あの船に居場所を見つけてしまったのですね。だから呪いが解けてもあなたは帰らない。妹はそのことを知っているの？はっきり伝えたことはないが気づいているはずだ。 賢くて思いやりがあるやつだからな。だからあいつは俺に手紙の返事をよこさない。アイゼンの生き方を尊重してるから。頭ではな。だが理解できたからといって寂しい思いが消えるわけじゃない。返事をよこさないのは抗議の意思表示なんだろう。それでも手紙を書き続けるのは 兄としての食材の意思表示ってわけか。そんな立派なものじゃないがな。返事が来ないと分かっていて手紙を送り続ける兄。帰ってこないと分かっていて待ち続ける妹。めんどくさい兄弟ね。はっきり自分の気持ちを伝えて謝ればいいのに。でも大切に思う相手が生きてる。 Gut, okay. So. Warum ist hier niemand mehr? Ist eine Dämonenpest ausgebrochen, also Bosheit ist ausgebrochen eigentlich. Vor allem, warum... Oh, da ist ein Baum wieder. Was mich ja frage jetzt ist, warum ausgerechnet in diesem Zeitpunkt hier ich hierhin zurückgehen kann. Ich meine, warum konnte ich vorher nicht hier zurück und warum jetzt? Da verstehe ich irgendwie. Genauso so hier mit dieser Vortigern-Festung hier, diese eine Festung, wo war, weiß ich nicht, was haben wir da alles nochmal gemacht? Ist doch da, boah, da ist doch da oben. Wo war, weiß ich nicht, Eisen irgendwie. Wo wir hier so das Tor aufmachen mussten, damit wir mit den Vanellzia da durchfahren konnten. Oder? Ja. Und ja. Hier sind Monster, ich wollte schon sagen. Jedenfalls, warum sind wir, warum konnten wir nicht mehr da irgendwie mäßig früher hin? Irgendwann konnte ich dann einfach hier hin. Und ja, warum? Einfach irgendwann kam so der Punkt, ja, jetzt kannst du wieder hin. Ohne Erklärung oder so. Waren da früher noch Exorzisten oder irgendwie sowas? Nee, haben wir nicht herausbekommen. Hieß nur einfach irgendwann mal, ja, jetzt kannst du wieder hin. Jetzt kannst du die Tür kaputt hauen. Boah. So, was ich aber machen werde, ist jetzt in diesem Part und im nächsten Part erstmal einige Nebensachen erledigen. Und zwar diese ganzen Stufe Rot Monster, die ich für eine Weile lang nicht bekämpfen konnte, erstmal fertig machen. Ja,
werde ich in diesem und dem nächsten Part wahrscheinlich machen, und dann werde ich Ost Queen die ganzen Gegner, die ich irgendwie erledigen kann, hier die normalen Monster. Ich habe noch nicht von jedem Gebiet alle Sachen irgendwie eingesackt, beutemäßig. Wenn ich von denen auch erstmal die ganzen Beutegegenstände einsacken, weil ich weiß ja genau, was passiert. Ich mache wieder die Story ein bisschen weiter und dann kann ich mich nur irgendwie in ein, zwei Gebieten irgendwie hin teleportieren. Im Moment kann ich mich ja zur Titania nicht hin, zum Sexonhafen, und in Hellawes kann ich jetzt nicht vorbeischauen, warum auch immer. Wahrscheinlich ist da irgendwie, ne, warum eigentlich, ne? Okay, zurück nach Hellawes, aber wir müssen dahin. Boah. Ja, ich weiß so genau, was passiert. Irgendwann kann ich mache ein bisschen der Story weiter und dann kann ich mal nicht da zurück, ne? So läuft das doch. So, ich muss mal erleben, bis glaube ich 45 oder so, ne? Boom, du bist sowas von tot. Hey. Ja. Ja, auf abzuwählen. Oh, oh mein Gott. Ein bisschen trainieren sollte ich wahrscheinlich auch nach diesem Part oder nach dem nächsten Part. Weil die Gegner werden immer schwieriger. Die sind schon Level 78 gewesen. Hallo, ich bin erst Level 53. Das kann doch nicht wahr sein, ey. So, weißt du was? Eine Idee. Boom. Also wir sollen in der Story nicht fortschreiten, ja, im Moment. Mal so ein bisschen umziehen. Du Erfahrungspunkte. Fußlos Ring. Wer zieht es Bavaras? Zu viel Fähigkeit auch, die im finalen Schaden reduziert. Kochlevel stimmt. Magilo, du hast nichts mehr, Mann. Ja, gibt irgendwas viel Art Angriff. Ja, Schadenring. Boom. Jeder hat schon Fußlos Ring, okay. Hey, Moment mal. Nicht so. Du, meine Güte. Boah. Einfach. So, ich habe ja noch ein paar DLCs. Tun wir mal hier was aktivieren. Piraten, was nehmen wir denn hier? Boah, das hier ist Piraten. Das ist einfach Geisel. Schulzeit. Ja, ich habe alle Sachen gekauft. Ich weiß. Ich muss halt Bandai Namco halt unterstützen, ne? Okay, tu mal mein Piratenoutfit hier machen. Piratenstil, Velvet, Piratenoutfit, Piratenhut, Papagei. Ja, das Problem ist, ich weiß nicht mal, was zu was gehört, deswegen durch die mal alle einzeln erstmal hier aktivieren. Gut, zeig mal. Ja, ein Stil, boom. Cool. Das habe ich nicht vom Piratendingen, oder? Koteletten, ja, die gehören auf jeden Fall zum Piraten-DLCs. Piratenbrosche. Und Piratenhut. Eine Papagei, ne? Warte mal. Genau, meine ich. Piratenhut und Papagei. Das war richtig. Okay. Ich weiß, das ist jetzt sehr. Ach, da sind sehr. So, Papagei. Oh. Er ist sogar lebendig. Cool. Meine Güte. So, Schiss Bandana. Wikingerhelm. Okay, das werde ich noch hinkriegen.
So, zeig mal. Mein Gott. Sieht aus wie der Charakter hier von Aiko. So, zeig mal hier, meine Güte. Guck dir mal an, das Schwert, was der am Rücken hat, ey. Hey. Warte. Große Piraten-Augenklappe, großer Piratenhut, okay. Bei ihm passt das natürlich perfekt, ne? Mein Gott. Sehr cool. So, jetzt mein Magelo, rotes Bandana. Piratenmonocke und blauer Piraten. Okay. Gut, haben wir die Sachen auch schon mal aus dem Weg. Ups. Ach, da ist auch so. Voll den Überblick hier. Oh, das gehört, glaube ich, zu ihr, ne? Ja. Sehr freizügig. Blau Piraten und der Monokel war das, ne? Boom, mein Gott. Sieht aus wie Teto Kasane von den Bokaloids. Laut House, genauer gesagt. Ja, Monokel, blauer Piraten. Nächsten Wert irgendwie, wenn er stehen würde, zu wem das gehört. Gut, wir sind jetzt hier schön piratenmäßig unterwegs. Kochenlevel muss ich noch jemanden ändern. Gut, dann ab geht's. Wir müssen noch hier so einen Baum finden. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass wir nicht für, wenn wir Bonusgegner erledigen, irgendwie mehr AP bekommen, so wie in Tales of Systeria. Das, weiß ich nicht, tut irgendwie immer so aus Neugier. Seid ihr jetzt stärker geworden oder? Nö. Ja. Sag mal, im Piratenstil. Ho, ho, ho. Wieso ho, ho, ho? Quatsch, die Blob perfekt. Hat sie irgendwie ein Tattoo oder so? Ja. Cool. Sehen so cool jetzt aus, alle. So. Verdammter Dreck. Ja, schon. Boah, ich baue noch. Lass die an. So, wir müssen noch einen Baum hier finden. Wo ist er? Wenn wir schon mal hier sind. In der nächsten Folge werden wir auch ein bisschen Minispiele machen. Hier gab es ja halt dieses Karten-Minispiel, glaube ich, noch. Aber das habe ich gar nicht versucht. Dieser eine Stadt hier, ein Dorf, was auch immer. Und ja. Ich wollte ja eigentlich Stufe Rot Gegner erledigen, ne? Mache ich ja eigentlich. So, da ist der Baum, den holen wir uns noch. Und dann gucken wir mal, wo der letzte Stufe Rot Gegner ist. Der nächste, meine ich, nicht der letzte. Sind noch eine Menge übrig. Ist da oben, ne? Du bist so weit von da oben. Ja, ja, ja. Schön, boink. Kann ich runterspringen? Boah. Ich da oben schon mal, ja, ne? Das wären ja nur Schatzrunden irgendwie. Ja, sonst werden wir ja noch ein paar Schatzrunden angezeigt, glaube ich. Oh. Ja, stimmt, vielleicht gibt es ja irgendwie Orte, wo ich noch nicht hin konnte ohne ein Geoboard. Sollte ich vielleicht auch mal nachgucken. Weil ich werde jetzt
auf Nummer sicher gehen, weil wenn ich irgendwie die Story schon wieder weitermache, dann heißt es wieder, ja, jetzt kannst du nur zu 2-3 Orten oder so hin, und dann kann ich schon wieder nicht erkunden. Deswegen mache ich das am besten jetzt, wo ich weiß, dass ich die Gegend düsen kann. Geh weg. Gut. Ist aber bestimmt irgendwie so ein Informanten für Stufe Rot Gegner, ne? Hier ist noch alles okay anscheinend. Hier ist auch ein Baum, stimmt. Komm, machen wir hier dieses eine Kartenspiel schnell. Überhaupt nicht. Ich weiß gar nicht, viele von denen wir schon haben, welche nicht. Irgendwann müssen wir halt ja auch erledigt haben, oder? Mann. Ach Mann. Zack. Mein Gott, ehrlich? 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 Sieh mich auch voll ab gerade. Alter! Kann ich auch mal einen zweiten hier bekommen? Ja, hier, meine Güte. Ist aber auch irgendwie keine Kombination hin, oder? Wie soll ich denn jetzt noch gewinnen? Ja, 27 Punkte, wie soll ich denn das schaffen? Ja, toll, ich hab's im Ton, ja. Alter! Ich kann schon wieder fast nichts hier machen. Das Spiel ist so dämlich, ey. Das ist auch voll glücksabhängig hier, was hier abgeht. Ey, willst du mich... Wir sind von glücksabhängig, also kannst du nicht irgendwie, kannst nicht wirklich irgendwie manipulieren, was du machen kannst, ey. Einfach nur offen hat er irgendwie, boah, wie er gewinnt oder nicht, ey. Hallo, das war ja okay, ist gut, Mann. Ja, 5 Punkte, ja toll. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Punkte ich hier abziehen müsste. Oh, danke. Na toll, jetzt müsste ich den einen da hinlegen. Um, ja, wenn ich mehr Charaktere davon, oder? Oh, Tales of Destiny. Muss fortsetzen, ich brauche mehr Punkte. Das verliere ich hier. Usack. Heldenspross, wie viele Punkte kriege ich dafür? Ah, noch mehr Heldenspross. Was ist das eigentlich? Ey, ich hatte schon so gut wie verloren und dann am Ende, pures Glück, habe ich ja gewonnen. Ey, mein Gott. Lass mich anfangen. Alter, ich will anfangen. So, boom, boom. Wir haben schon mal bessere Minispiele, finde ich. Also ja. Ich übrigens ja nur random irgendwelche Karten sammeln und platzieren, ne? Und ich hatte denkt, hier tut irgendwie so ein großer Plan irgendwie dahinter stecken oder so, ne? Boah. Boah.
wir machen weiter, bitte. Eigentlich muss man eigentlich nur so schnell wie möglich die Runde beenden, damit man die Punkte hat. Da muss man eigentlich nicht machen. Mir ist das nicht. Boom. Was? Hey. Du Pisser. Oh Gott. Grace Step, komm. Symphonia, komm. Was weiß ich. Ich nur warten, bis ihr eine verdammte Kombination hast. Ey. Hey. Komm schon. Ich habe jetzt gar nichts mehr zum Platzieren. Danke. Ey. Ey, jetzt beendet sie hier so schnell die verdammte Runde. Ey. Wenn wieder so was Geiles passiert wie beim letzten Mal, dann. Schauen, ey. Leute, dieses Minispiel, du kriegst ja nicht, ich spiele die beiden nicht aus, du kriegst nicht Tales of Graces F. Muss ich mal kreuzweise. Warte mal, du kannst sie gar nicht ausspielen, merke ich gerade. Kann die gar nicht einsacken, weil ich die beiden habe. Mein Gott, ehrlich. Warum machst du noch weiter? Du hast schon gewonnen. Jetzt gewinnen können, wenn du beendet hättest, du Idiot. Heldenspross. So, gib mir mehr als 15 Punkte, dann habe ich gewonnen. Und abschließend. Boom, gewonnen. Es war so dämlich, das Spiel. Hey, du hast gewonnen. Piratenhut. Was für ein Zufall. Ich habe gerade Piratenklamotten an. Ja, darf da einfach nicht wahr sein. Piratenhut. Irgendjemand noch Platz? Nö. Ich wollte sehen, wie das aussieht. Oder man hat mir das Spiel auch erledigt. Da war hier noch irgendwas, wo man irgendwie, glaube Bienenfuhr irgendwie schmeißen konnte. Und natürlich sind haben wir nach jetzt bestimmt die Nebenquest für Maglo, ne? Und jetzt hat natürlich unten echt die Krise. Ich wollte eigentlich hier Stufe Rot Bosse machen, aber wird von nichts. Gut, man hat auch erledigt. Gut, ich im Park beenden eigentlich bei 28 Minuten. Seht ja nicht mehr viel. Da ist noch ein Minispiel, das müssen wir auch noch mal machen. Ja, wir müssen halt machen. Ihr könnt nicht entkommen. Wir schon alles gekauft. Ja. Wo habe ich noch mal die aktuellsten Sachen irgendwie geholt? Damit ich auch wisse, ne? Gut, dann beende ich den Part hier. Suche einen Speicherpunkt. Wo ist denn ein Speicherpunkt? Sag mir einen Speicherpunkt. Wo ist der Speicherpunkt? Gib mir einen Speicherpunkt. Ich glaube, ich gehe da raus und speichere da. Ja, das ist eine gute Idee, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr einen Like, ein Abo, einen Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss. Wikowski.